Tata, herzlich willkommen zum Heute-Show Best of. Wahnsinn, Tina, der alte Plenarsaal in Bonn. Alles noch genau wie in den 80ern. Bonn wird für mich immer die Hauptstadt bleiben. Ja, sicher. Bonn war mal Hauptstadt. Wie haben Sie es eigentlich geschafft, uns hier reinzuschleusen außerhalb der Öffnungszeiten? Naja, ich kenne halt die richtigen Leute. Einflussreiche Leute, Oliver. Verstehe, den Hausmeister. Und fassen Sie bitte nichts an mit Ihren Wurstfingern. Stimmt, ich kriege immer alles kaputt. So wie die FDP. Eine fantastische Überleitung. Ich weiß. Was war da los die letzten Tage bei den Freien Demokraten? Brutale Personalquerelen an allen Fronten. Und ich frage mich, wie hält er das bloß aus, der neue Mann? Der arme Philipp Rösler. Herr Rösler, wie ist denn der Stress in diesen Tagen? Oh, es geht. Alles gut. Mir geht's supi! Ja, das krankhafte Dauergrinsen hat natürlich Gründe, meine Damen und Herren. Philipp Rösler ist endlich das Gesundheitsministerium los, diese Mutter aller Arschkarten. Und er wird, und danach sieht alles aus, an diesem Wochenende Partei-Dings. Na? Parteifotzen, Philipp Rösler. Genau. Sein alter Traum, natürlich. Rösler wird endlich Parteifotzen. Und hier kommt, wie heißt nochmal das, was der Brüderle ab jetzt machen muss? Er darf, meine ich. Wir werden jetzt auch eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Fraktionsfotzen haben, mit Rainer Brüderle. Exakt. Ja, ist doch gut zu wissen, oder nicht? Exakt. Mit dem neuen Fraktionsfütze. Das ist Rainer Brüderle. Rainer Brüderle steht für den Neuanfang der FDP mit seinen gerade mal 65 Jahren. Während andere nur lästern, geht diese Show, das unterscheidet uns, eben den einen entscheidenden Schritt weiter. Carsten van Rissen war am Montag direkt nach dem Wahldebakel in der Berliner FDP-Zentrale und hat Trost gespendet, zusammen mit dem Lichtenrader Männerchor. Hallo, ich melde mich direkt aus Berlin und zwar direkt an der Parteizentrale der FDP, die über Nacht spontan abgerissen wurde. Wie? Was? Auf der anderen Seite ist sie? Ach du Pfeife, das musst du mir doch sagen! Emma, komm bald wieder, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, es ist ja mittlerweile schwieriger, einen FDP-Wähler zu finden als das Bernsteinzimmer. Wie sehen Sie das? Darf ich einen Moment, andere Punkte? Sie haben Probleme jetzt? Nee, gar nicht. Die möchten das Bernsteinzimmer. Nein, nein, ich habe gesagt, die FDP hat mittlerweile offenbar weniger Wähler, als man das Bernsteinzimmer schneller finden könnte. Ich glaube nicht, dass so ein Vergleich in irgendeiner Art und Weise trägt. Ja. Ich glaube, es ist eine ernste Situation, mit der muss man sich angemessen auseinandersetzen. Herr Solms, rückblickend gefragt, war das eigentlich eine Scheißidee mit der FDP? Was? Eine Schmach, die deinen Namen trägt, die geht nie wieder weg. Drum heißt oh, der Satz sagt endlich mal jemand aus der zweiten Reihe, meine Damen und Herren. Wie sieht es mit dem Parteivorsitz aus? Wird das heute schon entschieden oder eher nicht? Wir werden heute über alles reden und auch die nächsten Wochen. Wie ist denn Ihre Laune jetzt eigentlich so? Ein schlechter Tag für die FDP. Ein ganz schlechter? Ganz schlechter Tag. Die Stimmung ist aber nicht so richtig gut da drin, nicht? Ja, alles andere wäre, glaube ich, sehr verwunderlich. Weil Sie noch so ein charmantes Lächeln auf den Lippen haben? Also nur für Sie. Ido, du bist ein Klotz. Westerwelle hat ja gesagt, Umfragen sind nicht wichtig, Wahlergebnisse zählen, jetzt ist das ganze Ding ja den Bach runter. Wie sehen Sie das? Schön, dich zu sehen. Ja, ich habe mich auch schon gefreut, Sie zu sehen. Guten Morgen, Herr Rösler. Herr Lindner, das ist ja alles uninteressant. Herr Lindner, erstmal herzlichen Glückwunsch, das ist ein großartiges Wahlergebnis. Wären Sie jetzt der neue Parteivorsitzende? Sie sind ein Spaßvogel. Für wen sind Sie denn unterwegs? Rücktritt, Rücktritt, schmeiß den Brot jetzt an die Wand. Sen,
politische Landschaft verändert sich gerade rapide. Die Grünen oben auf, die FDP nicht. Fragen wir mal unseren Parteienlandschaftsgärtner Christian Ehring. Christian, wie schätzen Sie die neue Lage ein? Weil ja das Spektrum, darf ich mal was eben? Ist jetzt? So. Jawohl. Was soll denn der Scheiß jetzt? Lassen uns das Ganze noch mal ein bisschen spielerischer angehen. Ja, die ganze Parteiensache, Politiker raten, machen wir jetzt. Ja? Wer sind Sie? Sie dürfen mir Fragen stellen. Oh Mann. Bin ich bald arbeitslos? Ja. Guido Westerwelle. Oh, verdammt. Das war auch echt zu einfach. Ich stell mal die FDP runter, einen Moment. Das war jetzt echt zu einfach. Dr. Guido Westerwelle. Der Doktortitel bleibt ihm ja wahrscheinlich. Aber... na, vielleicht. Aber, Ehring, lassen Sie uns doch mal tatsächlich ein bisschen über die FDP sprechen. Das kommt ja in dieser Show oft etwas kurz. Wie steht's denn um die FDP-Führungsriege? Ey, ist schwierig, ja. Ganz, ganz schwierig. Man kennt das ja, ne? Wenn man weiß, der Opa muss eigentlich ins Heim, aber keiner will es ihm sagen. Es ist schrecklich. Ja. Hier, schauen Sie, die Liberalen in Rheinland-Pfalz kurz nach der Wahl. Das hier ist das Gesicht der FDP 2011. Ja, erschreckend. Wissen Sie was? Der sieht aus wie der Adler aus der Muppet-Show. Hier, da! Ja, ja. Kurz bevor sich in einen Ventilator stürzt. Sam, der Igel. Aber okay, jetzt mal Schluss mit Häme. Was muss die FDP jetzt machen? Also wäre es eine Lösung, dass man vielleicht die Partei, weiß ich nicht, für 3 Monate stilllegt und ja, dann kommt man vielleicht unter neuen Namen wieder. Also sowas wie PDF oder so. Und, oder meinen Sie, es müssen doch erstmal Köpfe rollen? Ja, die rollen ja schon. Die FDP räumt ja richtig auf. Also an Westerwelles Stelle würde ich mir, glaube ich, im Moment keine neuen Büromöbel kaufen. Ja. Und auch Rheinland-Pfalz, der Brüderle hat es angekündigt. Wir werden am 7. Mai vom außerordentlichen Landesparteitag Entscheidungen treffen. Dazu gehört auch die Wahl eines neuen Landesvorsitzenden, der anders heißt, als ich heiße. Anders heißt, als ich heiße? Was? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Die haben doch gar keinen. Doch, 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 haben sie. Hier, das hier ist der Rainer Brüderle. Mhm. Aber beim Parteitag im Mai wird dieser bisher unbekannte liberale Politiker aus Südamerika auftauchen. Reinaldo Hermanole. Reinaldo Hermanole. Sehr schön. Pfiffige Idee von Brüderle. Ja, der könnte sogar klappen, der Trick. Ne? Wenn Brüderle redet, das klingt ja eh meistens wie Spanisch. Ne? Okay, als Vorsitzender in Rheinland-Pfalz tritt er zurück, der Reinaldo. Aber er bleibt als Wirtschaftsminister, wie es aussieht. Ja, Gott sei Dank, sage ich. Mein Westerwelle ist verzichtbar. Aber was machen wir von der Heute-Show ohne den Brüderle? Wir bestreiten 50% unserer Sendung mit dem Kerl. Scheiße, das stimmt. Ja, ja, keine Panik, Oliver. Ich habe vorgesorgt. Ich habe eine super Aktion ins Leben gerufen. Hier. Oh, was ist das denn? Jawohl. Brüderle? Brüderle, hallo, Entschuldigung. Warum klatschen die denn da? Brüderle muss voll bleiben. Was ist das denn für ein Blödsinn? Oh, Oliver, Jugendsprache. Sie haben das falsch betont. Brüderle muss voll bleiben. Ach so. Ja? Ja, okay. Kommt super an. Christian Ehring, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Wahnsinn. Das hier ist tatsächlich der Stuhl von Dr. Helmut Dr. Kohl. Was? Oliver, genau dieser Stuhl? Ja, genau genommen waren es alle drei. Der Mann war ja eine sehr imposante Erscheinung. Heute lebt er total zurückgezogen in seiner Villa in, Oggerdings. Abbottabad? In Abbottabad haben Sie Bin Laden also erwischt. Geht Ihnen das auch so? Ich finde ja, Abbottabad klingt wie ein Spaßbad im Ruhrgebiet, oder? Papa, kaufst du uns nachher im Abbottabad noch einen Flutschfinger? Und einen Dolomiti? Hat denn keiner was gemerkt in Abbottabad? Hier lebte Osama Bin Laden mit Angehörigen und Vertrauten. Dieser Junge erzählt Journalisten, er sei oft in dem Haus gewesen, habe da gespielt und sogar mehrere Kaninchen geschenkt bekommen. Oh, ja, allerdings wurden die Kaninchen vorher mit Sprengstoff gefüttert. Gut, na, woher sollte der Junge da auch wissen, wer der bärtige Mann ist? Natürlich dachte der Weihnachtsmann schenkt dem Osterhasen, ist doch klar. Aber was bleibt nun von der Hinrichtung, dem Tod Bin Ladens? In erster Linie müssen wir sagen, tolle Computersimulationen, mit denen die Fernsehsender versuchen, sein Ableben nachzustellen. Und zwar, ja, ich darf schon sagen, beängstigend realistisch. Hm?
Also auch wenn es jetzt gegen das eigene Haus geht, aber diese ZDF-Animation aus den ZDF-Nachrichten, die verstehe ich überhaupt gar nicht, muss ich sagen. Wenn ich den gefährlichsten Mann der Welt fangen will, ja, warum im Himmels Willen schicke ich dann blaue Tausendfüßler? Das ist doch alles Blödsinn. Wir von der Heute-Show, meine Damen und Herren, zeigen Ihnen jetzt, was wirklich in Abbottabad geschah. Die Navy Seals, diese amerikanische Spezialeinheit, die haben sich vom falschen Namen an der Tür nicht irreführen lassen und dann ihre gefürchtetste Waffe eingesetzt. Klingelmännchen. Mit seinem neuen Programm. Franzosen und Schweine, Amis. Guten Abend. Genau so war's. Ja, wir lachen. Niedrige Wahlbeteiligung ist übrigens alles andere als lustig, denn sie begünstigt leider traditionell Splitterparteien, insbesondere Radikale mit hohem Idiotenanteil. Hans Püschel zum Beispiel ist Landtagskandidat für die NPD. Er war früher in der SPD, heute kandidiert er für die NPD. Ist ja nur ein anderer Buchstabe. Und Püschel ist auch noch Bürgermeister im schönen Städtchen Krauschwitz, wo ihn unser Kollege Martin Sonneborn mal unverbindlich besucht hat. Der deutsche Volkskörper ist in der Krise, aber die NPD hat eine neue Geheimwaffe. Püschel. Hans Püschel, die Unterhaltungskanone aus Krauschwitz. Möchte ich den SPD-Dissidenten dieses Landes begrüßen, unseren Bürgermeister von Krauschwitz, Hans Püschel, mit ein paar Grußworten an uns. Durch ganz Deutschland geht ein Schrei, mit Nachwuchs ist vorbei, Kinder brauchen wir ganz schleunigst, es muss gleich sein. Die Geburten gehen zurück, das bringt unserem Land kein Glück. Ja, wir müssten einst wie im Reich, an Deutschen reich sein. Herr Bürgermeister, was ist das Problem mit den Ausländern, den Jungen, die hier reinkommen nach Deutschland? Das sind ja im Wesentlichen junge Männer, die wollen also auch Frauen haben. Und wir haben schon gerade im Osten einen enormen Überschuss an jungen Männern. Und es kommen noch viele ausländische junge Männer dazu, die unter Umständen für die Frauen sogar attraktiver sind, weil sie den exotischen Reiz haben, dass unseren Männern sozusagen die Frauen, potenziell die Frauen weggenommen werden. Ja, die Kinder brauchen wir schon zum Steuerzahlen hier. Drum, ihr Eheleute, hört den Rat von mir. Kinder, Kinder, sorgt für Kinder. Was hat der Südländer, was wir nicht haben? In jeder Rasse ist das so, dass gerade die Menschen der anderen Rasse oder die potenziellen Partner aus der anderen Rasse einen gewissen größeren Reiz ausüben. Ich sehe es ja auch, dass schon erhebliche Mengen an Mischlingskindern zur Welt kommen und da sind. Drum, ihr Männer, merkt genau, sprecht noch heute mit eurer Frau. Hello. Herr Apfel, wie fanden Sie die Rede von Püschel? Ich rede mit Ihnen. Wie fanden Sie die Rede von Herrn Püschel? Wie fanden Sie den Gesang von Herrn Püschel? Wird der Wahlkampf singend zu gewinnen sein? Mit primitiven Journalisten wie Ihnen rede ich nicht. Guten Tag. Ist das ein persönlicher Erfolg? Sehr wenig Gesprächsbereitschaft hier im Moment, die NPD. Man will singend durch die Lande ziehen, man will singend die Sympathien und die Herzen der Menschen erringen. Deutsche Frauen, deutsche Treue. Glauben Sie, dass der Wahlkampf hier in Sachsen-Anhalt mit viel Gesang zu gewinnen ist? Ich hoffe es. Deutsche Frauen, deutsche Treue. Drum kann die NPD nie schaden, die bringt jetzt Stimmung in den Laden. Ja, das kann man wohl unterschreiben, Bürgermeister Püschel. Oliver, Oliver, jetzt bin ich Abgeordnete, jetzt bin ich Gutenberg, jetzt bin ich wieder Abgeordnete, jetzt bin ich Gutenberg. Ja, das hätte es zum Beispiel in den 80ern auch nicht gegeben. Sie meinen, dass sich jemand seinen Doktortitel erschwindelt? Nein, wir haben abgeschrieben wie die Besenbinder, aber wir haben uns nicht erwischen lassen. Gab ja noch kein Internet. Ach ja, die 80er fehlen mir. Wussten Sie eigentlich, dass ich damals Haare hatte? Na,
Nein, Oliver, das wusste ich gar nicht. Man muss so aufpassen, meine Damen und Herren, heutzutage. Ständig will irgendwer abschreiben. Womit wir auch schon extrem elegant bei dem Thema dieser Woche wären. Meine Damen und Herren, ist Dr. Karl Theodor, Freiherr zu Guttenberg, vielleicht gar kein Doktor? Ist er in Wirklichkeit nur ein dahergelaufener Freiherr, wie Millionen andere Menschen auch? Kommen wir lieber zu den Fakten. Der Verteidigungsminister soll, ich sage mit aller Vorsicht, soll bei seiner Doktorarbeit betrogen, ganze Teile stumpf aus der Zeitung abgeschrieben haben. Schummel cum laude. Heute Morgen trat der Verteidigungsminister gewohnt schneidig vor einen Teil der Presse. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Ich werfe diesen... können wir nochmal? Ist das live gewesen, das gerade? Nein, okay, Entschuldigung. Ist möglich, oder? War nicht live? Okay, gut. Okay, also. Nee, war nicht live. Aber wir senden es trotzdem. Ja, das ist das Gemeine. Wenn eine Kamera da ist, dann filmt die einfach. Hatte man ihm falsch vorgesagt. Ja, okay, aber was denn jetzt? Fakten. Ne? Hosen runter, Mogelbaron. Entschuldigung, Baron von Mogel, so viel Zeit muss sein. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck von mir. Sie ist über etwa 7 Jahre neben meiner Berufs- und Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden. 7 Jahre lang 2 schreiende Kinder auf dem Arm und nachts ist er noch Taxi gefahren. Um die knappen 600 Millionen Familienvermögen aufzubessern. Nebenbei hat er noch einen kranken Igel über den Winter gebracht, meine Damen und Herren. Da redet keiner drüber. Ich habe die Arbeit ja hier, damit wir mal wirklich jetzt zu den Fakten kommen. Das ist sie. Gut, die Gans und das gemobste Buch. Nein, ein schaler Scherz. Ein schaler Scherz, aber dafür muss auch mal Tageszeit sein. Die echte Doktorarbeit, wirklich die echte, das ist diese hier. Und da sehen Sie sofort, reine Handarbeit, meine Damen und Herren. Mund geblasen, Arsch geklöppelt. Kaum sind die drei rüstigen Rentner die Ministerpräsidenten am Start, kommt zumindest wieder ein bisschen Bewegung in die Hartz-IV-Gespräche. Wir schalten mal live nach Berlin-Marzahn, wo über 50.000 Transfergeldempfänger leben. Dort steht unser Senior-Korrespondent Ulrich von Hesen. Ulrich... Interessantes Outfit, muss ich sagen. Ja, was denn für ein Outfit? Das sind meine privaten Klamotten. So laufe ich immer rum, wenn ich in dieser Gegend bin. Meine alten Hood. Hm. Wichtig für die Street Cred, verstehst du? Street was? Was reden Sie denn da? Das macht doch alles keinen Sinn. Deine Mutter macht keinen Sinn, Alter. Meine Mutter? Weißt du, hallo? Wieso denn meine Mutter? Was hat denn meine Mutter jetzt damit zu tun? Welke, mein Homie. Du weißt ja echt gar nichts. Wenn man hier jemanden dissen will, muss man was über seine Mutter sagen. Verstehst du? Ghetto-Style, Alter. Ghetto-Style. Ja, das ist hochinteressant. Ulrich, wie finden die Menschen in Marzahn es denn, dass Beck und Co. die Hartz-IV-Kuh vielleicht doch noch vom Eis kriegen? Nee, hör auf, ey. Beck, Seehofer und Böhmer, wenn ich die schon sehe, diese Gammelfleisch-Gang. Voll die Opfer. Die sollen sich gefälligst aus der Politik zurückziehen und was machen, was normale Opas machen. Falschparker anzeigen und Daumen vergiften. Motherfucking Rentner, ey. Naja, motherfucking Rentner. Ja, bitte. Einige, die hier klatschen, sind Rentner. Und die Herren, die Älteren haben ja schon was bewegt, Ulrich. Bewegt am Arsch. Ihre künstlichen Hüften haben die bewegt. Beck und Böhmer stecken noch mitten im Wahlkampf. Nur deshalb das ganze Getue. Nochmal, die deutsche Politik braucht keine Untoten. Die wissen doch gar nicht, was uns wirklich bewegt, uns junge Leute. Uns junge Leute? Ja, Loge. Was denn? Nee, nix. Ich habe halt nur gedacht, Sie werden selber jetzt auch nicht. Ja, wieso? Was glauben Sie denn, wie alt ich bin? Ja, keine Ahnung. Ich hatte immer so hochgerechnet, dass Sie fürs ZDF seit ungefähr 70 Jahren aus Berlin berichten und... Bitte. Ich bin 43, ja? Was? Bitte, also... Wie alt sind Sie? Ich bin 43. Ich werde halt nur sehr schlecht geschminkt hier. Ja, das muss es sein, absolut. 70 Jahre aus Berlin, vielen Dank, voll fett, Welke. Können Sie mal bitte mit dieser peinlichen Jugendsprache aufhören? Ja, so redet doch heute kein Mensch mehr. Wieso Jugendsprache? Ich finde Sie voll fett. Hello!
Gucken Sie mal, wie stark ich bin. Tina, das ist ein Ort für Geschichte und nicht für alberne Faxen. Sie benehmen sich ja hier wie Weiland Joschka Fischer. Wer? Der Grüne. Der Mopsige. Hier der mit den Turnschuhen und dem berühmten Spruch. Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Ich habe es damals gesagt und ich sage es heute. Aus den Grünen wird nie eine richtige Partei. Das sind doch voll die Freaks. Hallo, Mama? Ja, jetzt sind die Grünen da. 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 Jetzt aber mal gut, ehrlich. Ja. Schwarze! Die lustigen Zottel. Hätte den damals einer erzählt, dass sie eines Tages Baden-Württemberg regieren, die wären vor Schreck zum Friseur gegangen. Andererseits, bei aller Freude über den Erfolg der Grünen, wenn man super Umfragewerte hat, ist Regierungsverantwortung natürlich das Blödeste, was einem passieren kann. Ne? Wahrscheinlich deshalb drückt sich Winfried Kretschmann, der erste grüne Ministerpräsident der Welt, auch noch ausgesprochen vorsichtig aus. Ach so, das sind alles Fragen, die ich wirklich nicht beantworten kann. Das kann ich den Wählern noch nicht sagen. Ich kann ihnen nichts dazu sagen. Um Gottes Willen, das fragen Sie mich heute. Hä? Ja, wozu können Sie mir denn was sagen? Bin ich jetzt echt überfordert. Griffig wie ein Grottenolm. Bei aller Sympathie für den Mann. Aber so war der übrigens schon immer. Hier, das ist Winfried Kretschmann im Jahr 1988. Also zum Beispiel bei der Milch sind Sie für die Glasflasche, die Milch in der Glasflasche? Jein. Jein. Schlauchmilch hat auch Vorteile. Wie bei jeder Wahl haben auch am Sonntag viele Beteiligte ihre Chance genutzt, sich ordentlich zum Horst zu machen. Und genau das macht sie zu heißen Kandidaten für den begehrten Preis der Heute-Show, für den goldenen Vollpfosten. Ganz herzlich willkommen zum goldenen Vollpfosten 2011. Und zur Verleihung begrüße ich an meiner Seite die bezaubernde Tina Hausten. Und ich muss sagen, tolles Kleid, Tina. Du siehst fantastisch aus. Ja. Vielen, vielen Dank, Oliver. Und glauben Sie mir, ich wünschte wirklich, ich könnte dieses Kompliment an Sie zurückgeben. Aber kommen wir doch direkt zum ersten goldenen Vollpfosten in der Kategorie Beste Kamera. Dies ist ein bitterer Tag für die CDU in Baden-Württemberg. Dies ist ein bitterer Tag für mich persönlich. Ich füge hinzu, dies ist auch nach fester Überzeugung. Ja, ein bitterer Tag für Baden-Württemberg, aber ein guter Tag für alle, die das Gesicht von Stefan Mappus nicht mehr sehen können, meine Damen und Herren. Der Kameramann hat ihn verdient. So ist es, Oliver. Und damit sind wir auch schon bei der nächsten Kategorie. Der goldene Vollpfosten für den unwichtigsten Nebendarsteller in einer Schicksalswahl geht an Sigmar Gabriel. Zu Recht. Zu Recht. 10% Verlust in Rheinland-Pfalz und in Stuttgart sind Sie nur noch Juniorpartner der Grünen. So schnell kann es gehen. Vom Koch zum Kellner zum Praktikanten des Tellerwäschers. Ja, aber das Tollste ist, Gabriel feiert sich am Wahlabend trotzdem wie Hulle. Der medizinische Fachausdruck ist, glaube ich, Morbus Großschnauz. Na, ich wette, der Erfolg der Grünen geht dem Sigmar wahnsinnig auf den Senkel. Ach Quatsch, mit dem Gabriel kann man ganz normal über die Grünen reden. Hier. Herr Gabriel, könnten Sie mal erklären, was sich so im letzten halben Jahr in Ihrer Einschätzung gegenüber den Grünen verändert hat? Nix. Kommen wir nun zur wichtigsten Kategorie, zu den Special Effects. Der Touchscreen hat sich in den Wahlstudios endgültig durchgesetzt und man muss sagen, diese Technik sorgt vor allem bei den Moderatoren wirklich für jede Menge Spaß und gute Laune. Ja.
die CDU in Baden-Württemberg. Nochmal. Die CDU, stärkste Partei in Baden-Württemberg, kommt jetzt hier auf. Vielleicht schaffen wir das noch, das zu zeigen. Die SPD schlägt sich, naja, ich würde jetzt sagen, einigermaßen wacker. Das Spannende dann, was denn der Landtag hier... Auch das kommt ein bisschen schnell. Bauen wir die Grünen... Ups, jetzt haben wir eine falsche Koalition gebaut. Auch im... Ja, man sollte eigentlich jetzt nochmal kommen. Bei... Es sollte eine Sekunde... Die... Und zum durchaus kontroversen Thema... Sinn und Unsinn des Touchscreen-Einsatzes an Wahlabenden hören Sie nun einen Kommentar von Gernot Hassknecht von der Rätselseite der Computerbild. Das Wort Touchscreen kommt aus dem angelsächsischen Sprachraum und bedeutet so viel wie berührungsempfindlicher Bildschirm. Eine tolle Erfindung. Wussten Sie das? 100% aller Wahlsendungen benutzen mittlerweile so einen Touchscreen. Moment, ich hab's gleich. Du mach schon, du Scheißding! Na, geht doch. Jetzt der Haken. Der Mehrwert für den Fernsehzuschauer ist exakt null. Und wirklich problemlos funktioniert hat das Gerät ebenfalls bei exakt... Moment. 0% aller Sendungen, die funktionieren nie, wie ich sie hasse, diese sinnlosen Drecksteile. Berührungsempfindlich, ich geb dir berührungsempfindlich. Was sagst du dazu? Oder brauchst du noch ein bisschen mehr Berührung? Hier, bitte, hier. Stirb. Stirb, du Schwein! Stirb, was? Du gehst doch nicht kaputt! Du Drecksding, du Dreckschwein, du Dreckiges! So, du, na, von der Seite noch rein, hä? Hier, du Drecksack! Nie wieder Demos. Was sollen die Menschen im Wendland denn jetzt machen den lieben langen Tag? Arbeiten gehen? Ich glaube, es hackt. Ach komm, Kollegen, leider zu spät. Tut mir leid, die Party ist vorbei. Es gibt keine Anti-Atom-Demos mehr. Ach komm, na gut, einmal noch. Ja. Komm gut nach Hause. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, fordert die Welke-Partei, Welking muss endlich olympisch werden. Jeder Bürger hat das Recht auf mindestens eine freie Haartransplantation. Ja, 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 ja. Und als Idealgewicht gilt jeweils mein aktuelles. Scheiße, was hab ich denn? Ich hab doch nichts gemacht. Ich hatte doch gesagt, nichts anfassen. Ich dachte, wir dürfen hier rein und Sie haben den Schlüssel. Das habe ich nie gesagt. Verdammt, hoffentlich gibt das weniger als 3 Monate Knast. Am 16. September geht's doch weiter mit der Heute-Show. Oh Gott. Na toll. Oh nein. Was geht denn jetzt noch alles schief? Tschüss, schönen Sommer noch. Tschüss.